Und da sind wir wieder. Schnauze. So, wollen wir jetzt mal gucken, welche Farbe wir jetzt genau haben wollen. Weil es mit dem Dark Crimson sah schon ganz gut aus. Ich hab mich auf den Stuhl von den Dekomod gesetzt und ist nah abgebaut, konnte nur noch aufstehen. Auf deine. Also sitzen tut sie auf jeden Fall nicht. Aktivieren und dann aus zu steigen. So, probier mal dich mit Fly in ein Boot zu setzen, dann Fly zu deaktivieren, dann auszusteigen. Oh. Ja, mal gucken. Das ist das Einzige, was mir so einfällt. Ist das Einzige, das mir einfällt. Ahnte ich so noch nicht. Okay, wenn sie sich jetzt im Fly nicht bewegen kann, dann müssen wir nachher mal schauen. Ich schätze mal, ich kann so ab 17 Uhr schauen, nicht scheuen. So. Oder so. So, genau, hier unten, der Fußboden, der Keller, den wollten wir nur 2 Etagen hoch machen, damit er so ein bisschen, ne, ein bisschen beengter wirkt. Jetzt ist natürlich die Frage, na genau, wir müssen ja Vollblöcke nutzen, weil die Dinger gibt es nur als Vollblöcke, glaube ich. Können wir mal gucken, warum gibt es hier 514 Rezepte, wenn es nur 200 Farben gibt? Also auch mal was schaffen. In der Folge. Ey! Dann lasse ich dich mal in Ruhe, dann willst du auch noch was schaffen in der Folge. Ey, wir haben die letzte Folge ganz viel geschafft. oh Gott. Was ist der Unterschied zwischen den letzten und den ersten? Ah, okay, du kannst sie direkt aus mit Farbe produzieren oder du kannst vorhandene einfärben. Deswegen gibt es 500. Weil eben, du hast ja jeweils 250 Farben. 256 Farben. Ja, eben, das wären also 512, wenn du für jeweils 2 Rezepte hast. Und warum gibt es 514? Verdammt. Die 2, die überstehend sind genau in der Mitte. Ist doch bekloppt. Dann müssen wir hier echt 256 mal raufklicken und dieses scheiß Schaf bringe ich jetzt um. Er geht mir halt auf den Sack. Schaf, wo bist du? Oh Gott, sind so viele. Oh mein Gott, sie vermehren sich. Ah, schnell weg hier. Rennt, bevor es Eier legt. Oh, funktioniert auch nicht. Wow, also da Home Decor scheint ja richtig problematisch zu sein. Das hatte ich ja so noch nicht gehabt. Dass man sich in den Sessel setzt, den Sessel dann abbaut, während man drinnen sitzt.
und man dann sich nicht mehr bewegen kann, das wäre richtig scheiße. Wow. Ja, der muss ihren Server neu aufsetzen, komplett alles löschen, alles. So. Genau, das heißt, der Fußboden ist so schon mal richtig. Die Blöcke kommen auf der Ebene. Und hier müssen wir jetzt mit 256 vorgehen. Dauert ja gar nicht so lange. Wir sind schon bei 50. Mein Finger. Ich war doch sonst immer so gut im Fingern. Ja, genau diese Bewegung habe ich sehr lange studiert. Wenn meine Maus nicht gleich kommt, dann weiß ich auch nicht. Los! Da kann ich mehr. Das dauert so lange, aber wir sind fast da. Leute, guckt mal, wir sind fast da. Ja, so, das war der letzte. Was? Momentchen mal. Warum gibt 257? Es gibt nur 256 Farben. Ich bin verwirrt. Naja, gut. Okay, also genau. Wir wollten ja gucken. Also ich würde schon sagen, das mit dem Rosa passt extrem gut. Und da war das Rosa. Und ich finde, ja, nee, das ist ein bisschen zu hell. Wird ja immer heller. Ja, das sieht halt geil aus. Und das war jetzt dieses Dark Rose. Okay, also Dark Rose würde auch gehen. Das ist schwer zu lila, das passt nicht. Also Dark Rose würde gehen, das sieht extrem edel aus, weil es so diese Weinfarbe hat, wisst ihr? Und Wein passt halt unglaublich gut zu Holz. Also das wäre schon extrem geil. Das würde halt auch sehr gut passen. Ich würde aber das hier tatsächlich fast präferieren. Und das ist dieses Gitter, genau, das ist jetzt Dark Crimson. Da gucken wir mal jetzt. Also müsste eine von diesen beiden Farben sein. Rose oder Crimson. Und da haben wir jetzt Rose Dye. Ach, mit Rose meinen sie das. Okay, also das heißt, wenn du einmal das hier genutzt, also gefärbt hast, kannst du daraus auch Crimson herstellen, indem du Crimson und Rot mischst. So ist das gemeint. Okay, das heißt, das haben wir nicht, sondern wir brauchen einmal Magenta und zweimal Rot. Haben wir Magenta? Haben wir denn Magenta? Wir überhaupt irgendwelche Farben? Nee, ne? Fick die eine! Wir haben. Nee, wir haben gar keine Farben. Wir haben Türkis und Orange. Ja, das wird nicht allzu viel, aber wir haben massig Rot und Blau. Das heißt, wir können auch direkt Rot und Blau nutzen. Und da hätten wir denn also einmal Blau und dreimal Rot. Und das müssen wir dann mischen zu. Wir brauchen Dark. Zweimal Schwarz. Das heißt, wir brauchen ein Blau, drei Rot, zwei Schwarz. Oder um in der Reihenfolge zu sagen. Einmal blau, zweimal schwarz, dreimal rot. Das klingt doch machbar. Einmal blau. Ja gut, dreimal rot hört schon auf. Verdammt. Zweimal schwarz. Gut, wir brauchen also roten Farbstoff. Hatten wir denn irgendwo noch Blumen? Genau, wir hatten Blumen. Das wären 10 ganze Blumen. Eieieiei. Oh, haben wir zufällig? Ah, doch, ein paar rote sind schon dabei. Vor allem da hinten, da haben wir ein paar viele. Sonst eher weniger.
Aber ich sag mal so, 10 rote Blumen kann man mal benutzen. Das sollte nicht schaden. So, wo ist der Extraktor? Oder muss man es überhaupt mit Extraktor machen? Kann man. Achso. Was ich nicht verstehe, ist, wenn die Rezepte hier drinne sind und es die Rezepte offensichtlich gibt, ne, weil sie werden ja hier angezeigt. Warum sieht man denn diese Rezepte nicht bei Unify Inventory? Man müsste doch, wenn ich dieses Dark Crimson eingebe, dann müsste ich doch genau dieses Rezept hier bekommen mit einmal Crimson und zweimal Schwarz. Und wenn ich dann auf Crimson klicke, müsste ich zu diesem Rezept kommen. Wo ich dann drei Möglichkeiten habe. Aber hier ist gar nichts. Der sagt, gibt es kein Rezept. Also wie soll ich die bitte schön mischen? Ich probiere mal ganz kurz, wenn ich jetzt einfach da reinpacke. Doch, guck mal, geht. Also es gibt's doch im Rezept. Verstehe ich nicht. Die Motherfucker, die Motherfucker, die. Wir brauchen Rot. Genau, Extrakt, den geht. Ansonsten gibt es auch noch andere Sachen. Gut, wir können es auch einfach mischen. Wow. Ja, okay, wir können es einfach mischen. Let's go. So. Bam. Ja, gut, jetzt habe ich viel zu viel Farbstoff davon. Ich dachte, wir bekommen immer zwei raus, aber waren ja vier. Fick die Hände. Egal. So, das heißt, wir brauchen erstmal das und dann brauchen wir das, das und das. Kriegen wir Crimson. Ich traue mich nicht, auf alles zu klicken. Let's go. So, und das. Aber wir brauchen viel mehr Schwarz. Ist das hier? Das Rezept gibt's doch. Warum wird es nicht angezeigt? Verstehe ich nicht. Das macht gar keinen Sinn, warum es nicht angezeigt wird. Oder gibt es dafür ein extra Dings da, Bumster, dass man irgendwie sagen kann, ich möchte Farben. Dass das nur dann angezeigt wird. Ja. Ja. Gut, wir brauchen noch ein bisschen mehr Schwarz. Und zwar, ich glaube, eine ganze Menge. Wir brauchen, boah, noch 60 mal Schwarz. Das ist fett. Das ist echt fett. So, Schwarz bekommt man ja auch, wenn man hier einfach Kohle nimmt, ne? Ist das mit Kohlenstaub oder braucht man dafür extra Kohle? Ich guck mal hier. Okay, kriegt man aber auch nur zwei bei Extracting. Okay, da kriegt man sogar vier. Also gut, klar, macht Sinn, weil man kriegt ja aus einem Kohleklumpen kriegt man ja zweimal Staub. Und das passt dann auch genau zu viermal Farbstoff. Hat also tatsächlich auch Sinn. Gut, dann nehmen wir mal. Wo ist jetzt hier unsere Extrahierungsmaschine? Da. Das sind aber nur 30, wir brauchen 60. Dankeschön. So, also ich habe jetzt immer noch im Bildschirmmodus. Gehen wir kurz in den Fenstermodus. So. Erinnert euch. Dankeschön. Dankeschön. So. Crimson. Schwarz wie die Nacht. Oh, die passt doch. Na gut, haben wir ein bisschen mehr Farbstoff. Egal. Bumm. Yeah. 120 mal Crimson. Wird zwar, glaube ich, nicht reichen. Denn wir brauchen echt arsch viel. Arsch. Oder kriegt man ja mehrere raus. Ah ne, genau. Wir brauchen einen Farbstoff pro Block Holz. Das, ja, brauchen wir doch wahrscheinlich definitiv mehr Farbe für. Ha, ja, 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 ja. Wie viel brauchen wir denn? Ich will es gar nicht wissen, wahrscheinlich, ne? Wie groß ist unser Feld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digga, was ist das für Zahl, sag mal.
So, das heißt, wir haben ja, 4 mal 9 haben wir also 63, alleine für diese beiden Felder. Und da hinten haben wir nochmal 63, kommen wir also auf 100, ja, 126. Also haben wir schon fast alles, was wir brauchen. Cool, brauchen wir gar nicht mehr so viel mehr. Alter. Ist das eine Menge an Farbe, die man da braucht, Alter. Holy shit. Holy shit. Gut, wir brauchen also noch zweimal Farbe. Was kriegen wir noch hin? Ein bisschen blau haben wir noch. Nee, brauchen wir nur einmal mischen. Kriegen wir schon mehr als genug raus. Nee. Ah, nee, andersrum. Einmal blau und mehrmals rot. So war das. So. Das ist Crimson, genau. Und jetzt machen wir mit Crimson. Und so. Dark Crimson. Yeah. Wuhu. Da haben wir 100, 132 mal Farbe. Das sollte doch reichen. So, der restliche Kladderadatsch kommt wieder hier rein. Hey, da unten bitte. Warum ist hier die ganze Farbe? Nein. Da. So, dann packen wir die auch wieder nach oben. Achso, so, apropos wieder wegpacken. Müsste noch ein Werkzeug in der Werkbank drin sein. Du kannst auch mal da rein. So, haben wir das schon mal. Okay, das heißt, wir haben jetzt genug Crimson. Da brauchen wir aber jetzt noch normales Holz. Genau. Wir brauchen normales Holz. Das haben wir auf der bei unserem anderen Haus, glaube ich, nicht. Das heißt, wir müssen hier mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, haben wir zum Glück mehr als genug. Easy. So. Hey. Hat er die zwei nicht genommen? So. Das wird ein schönes Haus, sage ich euch. Ein schönes Haus. Oh, doch, wir hatten doch schon Holz. Na gut. Egal. So. Wir brauchen 120. Plus ein bisschen mehr. Okay. So, packen wir das dahin, das machen wir zu 4. Achso, nee, klar, kann ja gar nicht reichen. Ja. Da brauchen wir nochmal. Was? Was mache ich hier gerade? So, ungefähr so. So, dann haben wir jetzt 40. Die Frage ist einfach, sollten wir das hier wenigstens einmal zum Probieren machen? Aber es sieht nicht so schön aus, ne? Ne, ich finde das definitiv schöner. Das ist definitiv schöner. Wir machen es einfach mit dem. Und wenn es hässlich aussieht, dann ziehen wir halt direkt, nachdem wir eingezogen sind, wieder aus. I don't know. So, das müsste jetzt reichen. Du mal just for fun. Genau, kann man nicht. Schade. Das wäre natürlich das i-Töpfelchen auf dem Kuchen. I don't know. So, wenn das nicht geil aussieht, ich pass mal lieber auf die Seite hier. Wenn das nicht geil aussieht, dann will ich aber auch nicht. Ah, doch, das sieht schon gut aus. Guck mal, wie das aussieht. Gut, wenn man jetzt nur eine Reihe so vor sich hat, na, schwierig. Das Blöde ist natürlich, man sieht es auch von unten, ne? Naja, müssen wir mal gucken, ob wir den Keller nicht doch noch eine Etage nach unten verfrachten und dann dafür hier eine Decke ranklatschen oder ob wir hier einfach so eine. Ja, stimmt, wir können auch einfach hier so eine Plattengegend packen. Müssen zwar ganz flache Platten sein, damit wir noch drunter durchlaufen können. Also 16. Platten oder 8. Platten. Aber müsste gehen. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Da kommen wir gar nicht drauf. Verdammt. Doch, das sieht doch geil aus. Oh mein Gott, sieht das gut aus.
Ja, das kann man machen. Auf jeden Fall. Das hat schon was mit dem Weinrotenrot. Oder Kirschrot oder was auch immer man. Ach. Arsch. Wie man das nennen möchte. Ich weiß, wir müssen noch eine Lücke lassen, damit wir dann später. Wieso reicht das nicht? Wieso reicht das nur für eine Hälfte? Wo hab ich mich jetzt schon wieder verrechnet? Ach, scheiße. Ja. Ich habe 7 mal 9 gerechnet. Und kam da auf 63 und dachte 63 mal 2, weil es ja zwei Seiten sind. Aber hier sind ja auch zwei Seiten. Ich hätte es also mal 4 rechnen müssen. Oh Gott. Warum ist hier drin eigentlich immer noch hell? Achso, weil wir hier keine Vollblöcke haben. Das sind ja hier nur diese komischen Slap-Dinger. Fick die Henne. Das ist natürlich richtig hässlich. Oh, das sieht aber schon sehr, sehr geil aus. Boah, das hat schon was. Ja, doch, das hat schon was. Aber ich brauche nochmal über 100. Und da wir bereits zwei haben, brauchen wir diesmal nur 120. Nee, 124. Aber wir brauchen nochmal so viel Farbe. Boah, ja, Leute. Aber diesmal fahren wir zurück. Ist schon sehr schnieke. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, dass bei der Advanced Trains Mod, dass man bei den meisten Fahrzeugen nicht so eine schöne Aussicht hat. Ne? Du hast gerade zum Beispiel bei diesen gelben U-Bahn-Wagen und sowas, das sind immer nur so ganz kleine Fenster, da erkennst du immer kaum was. Deswegen, also, wenn du wirklich Aussicht haben möchtest, dann gibt es wirklich nichts Besseres als diese Minecarts. Also wirklich maximale Aussicht. Wie im echten ja auch. So, ich meine, ist halt offen oben. Mehr Aussicht als komplett offen geht halt nicht. So, aber jetzt ist langweilig. Rest, ich geh nach Hause. So. So. Wir brauchen nochmal 20 mal hiervon. Wie viel davon? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ein Glück, dass wir doch so viel Farbe gemacht haben. eben 30 reichten aus, ne? War ja. Wow. Genau, 1 plus 3. Einmal blau, dreimal rot. Das heißt, 30 müssten ausreichen. Was ist hier los? Gehen wir noch da. So, dann haben wir hier nämlich 30 und dann mit zweimal schwarz kommen wir aber nur auf 90. Ach ne, halt 10 plus 30 sind da 40. Ja doch, genau, haut hin. Wir brauchen, glaube, etwas mehr Rot. Ich glaube, wir brauchen noch eine rote Pflanze. Oh, die roten Pflanzen, Alter, gehen da weg vom Semmel. Das ist nicht gut. Ich glaube, die vorhandenen 14 Dinger, hier ist halt schon leider alles voll. Ich kultiviere die roten mal noch mal ein bisschen an hier. Weil wir brauchen auf jeden Fall mehr roten Farbstoff. Das geht ja gar nicht. Das kannst du ja so nicht machen. Ich hoffe, die zwei roten Platz, die wir jetzt noch über haben, reichen. Oh, guck mal, wir haben ganz viele rote Pflanzen. Danke. Spaß. So, let's go. Wird schon wieder dunkel, Alter. Dreckswetter. Wird doch wieder hungrig hier. Dreckshunger. Selbst hier vorne haben wir auf diese Pflanzen hingestellt, aber keine roten.
So ein Dreck. So, der Extraktor. So. Jetzt haben wir. Achso, wenn wir jetzt mal. Oh, jetzt haben wir noch 4 gehabt. Ah, brauchen wir vielleicht doch nur 120. Verdammt. Genau, wir brauchen nur noch 120, ja. Macht voll Sinn. Das heißt, dann reicht doch hier 10 mal aus und hier 1, 2, 3, 4, 5. Also halt. So, bam. Crimson. Yay. So, und dann brauchen wir doch nochmal 80 mal schwarze Farbe. Schwarz haben wir nur 43. Brauchen wir also noch 10 mal Kohle oder 20 mal diesen Staub. Friss mal den Staub. So, du kommst auch nach da und nach da. So, kommst du nach da. Du nach da. 1, 2, 3. Dankeschön. Und da war 40. Perfekt. So, das heißt, tu da rein. Tu da rein. Da Crimson die. Die Motherfucker die. Okay. So, haben wir 124. Das müsste genau passen. Genau. Mit den zwei sind es nämlich 126. Das passt genau, außer dass wir noch ein bisschen Holz brauchen. So, brauchen wir noch 12 Stück. Genau. So, das heißt, erstmal. Bumm. Und dann. Bam. Und alles. Jawohl, ja. Eins von 4 Spielern. Oh mein Gott. Da muss ich aber ganz viel schlafen. Geschlafen, Weltmeister. So. Da. Yay. So, wenn wir nicht auf der Seite hier auch noch, wo immer, da, hinbauen. Er baut ja so eine Scheiße, sag mal. So. Genau. Können wir einfach direkt hier anfangen, loslegen. Das Schöne ist natürlich, dadurch, dass hier die Dinger durchleuchten, brauchen wir hier drin keine Lampen. Ich würde aber trotzdem Lampen installieren, einfach weil es besser aussieht. Die Sache ist halt, ob wir es wirklich machen, dass wir das Ding von unten noch verkleiden mit so einem Brett allein. Ich würde es tatsächlich fast machen. Erstens wird dann der Ding dadurch gleich direkt noch beengter, das wollen wir alle. Das ist ja der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Und zweitens, ja, ich glaube, das Muster würde von unten stören, tatsächlich. Tada! Passt wie der Faust aufs Auge. Sehr cool, sehr cool. So, und wir können immer noch springen. Das heißt, wie gesagt, wir können hier locker noch Platten installieren. Wir kommen halt nur nicht mehr rein. Bitte kommt mal auf. Verdammt. So, überlegen wir mal, was wir da für Material am besten nehmen. Ob wir wirklich hier so ein bisschen rustikal nutzen. Cleanstone ist zu langweilig. Vor allen Dingen ist ja auch der Boden schon Cleanstone. Also
Auch kein Kontrast mehr drinne. Ich versuche mal tatsächlich ein Kopfsteinpflaster zu nehmen. Kann man die Dinger zuschneiden? Ja, man kann. Man kann. So, das heißt, wir brauchen. Ich mache erstmal nur ein paar. So. Nehmen wir 8 oder. Komm, wir nehmen 16. Ja, eben, Dirk, wir schon wieder vergessen, dass wir gar nicht mehr rein können. Dann flache ich hier mal ein Loch rein mit der Handkante. Yay. So. Und wir können sogar immer noch springen. Oh, das ist aber ein sehr kopfickender Job. Aber man kann es so machen. Doch, 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 das sieht gut aus. Das kann man auf jeden Fall so machen. So, wir brauchen also noch 240 von den Dingern mindestens. Achso, haben wir schon. So, da rein mit dir. Einmal 99, nochmal 99 und dann nehmen wir10. Oh Gott, wir brauchen 240. 200. Nee, wir brauchten 126 pro Seite. Das wären 252. Richtig? 62, 226, 206, 240, 240, 12, 252, doch. Ist schön, genau. Das müsste mit denen, die wir bereits verlegt haben, genau passen. Ah ne, halt diese hier sind ja immer nur 99, nicht 100. Das heißt, genau zwei fehlen uns noch. Verdammt. Aber 6 zu viel. Leck mir am Arsch. Das wird ja schön hier. Wo? Wer wie wo? Oh. Wie meint das neue Gebäude? Ja, also mit dem Boden bin ich auch echt überzeugt. Also das könnte echt ein Hingucker werden. Da drüben ist eine Spinne, mag meine Tastatur ist aber bloß ein Staubfussel gewesen. Ich meine, gut, wir könnten auch hier Cobblestone dran klatschen. Dann bräuchten wir doch ein bisschen mehr Cobblestone. Aber wir lassen es erstmal so. Wir machen erstmal hier. Ich weiß auch nicht, ob wir es wirklich machen lassen mit denen, dass es gerade mal 2 hoch ist. Nur erstens wüsste ich nicht, wie wir das anders machen sollten. Und, ne, weil. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Ach, Leute. Ach, was ist denn hier los? Also, einfach random Transmation geht nicht, sonst platziert man die Dinger auch auf dem Boden. Das wäre herzallerliebst. Haben wir Cleanstone dabei? Aber nicht. Ich möchte sterben. Lalalala. Gib mir mal ein bisschen Skill von dir. Danke. So, du bist noch da. Meine Fräse. Ganz Haus kaputt gemacht hier. Guck dir das mal an hier. Alles im Arsch. Alles im Eimer. Also doch. Ja noch mehr auf die Nerven. Gehen hier. Das kann klicken, wenn ich den Block einzeln klicken muss. Höh. Nein. Oh. Zum Glück ist die Fläche jetzt nicht so groß. Da geht das ja noch.
Aber doch, doch, das guck mal, das sieht so wunderbar aus. Hast du ein bisschen was von diesen alten Labyrinthen-Bildschirmschoner von Windows 95? Die gab es ja noch bis Windows XP oder so. Gut. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann.